Hallo, guten Tag und Gude! Herzlich willkommen zurück bei Rollstuhlfahren für Anfänger, dem YouTube-Kanal mit Hilfestellungen, Tipps und Tricks für Rollstuhlnutzer in der Anfangsphase. Ich bin's, der Christian. Holiday Park Fright Nights 2022. Achtung! Die Fright Nights sind eine Halloween-Veranstaltung. Es gibt Erschreckhäuser mit teils blutigen Szenerien und Erschreckmomenten. Im Park ist der Besuch der Erschreckhäuser für Personen ab 16 Jahren empfohlen. Solltest du der Horrorthematik komplett abgeneigt sein, empfehle ich dir nicht, dieses Video zu schauen. Allen anderen viel Spaß! Die Fright Nights im Holiday Park finden immer samstags im Oktober statt und sind im regulären Eintrittspreis enthalten. Es gibt verschiedene Erschreckhäuser mit unterschiedlichen Thematiken. Stelle dir eine sehr gut ausgestattete Geisterbahn mit lebenden Erschreckern zum Durchlaufen vor. Dann weißt du ungefähr, was dich erwartet. Es gibt zwei kleine Regeln zu beachten. Erstens, die Erschrecker fassen dich nicht an und du fasst die Erschrecker nicht an. Zweitens, wer schreit und wegrennt, ist ein gern genommenes Opfer der Erschrecker. Also, sei stark! Los geht es immer um 18 Uhr mit dem Einzug der Erschrecker in die Gruselhäuser. Ja, es geht los! Ja. Hallo! Zusammengezuckt! Mag jemand Popcorn? Oder lieber kandierte Nüsse für die Männer? Nein? Okay, weiter! Ihr erwarten euch Kreaturen aus aller Welt und eines haben sie alle gemeinsam. Sie sind bissig. Dass wir nur niemand erfrieren. Du warst ja aber schon mal. Hier entlang!
der Größe sind und... Yeah. Und nicht der Mond! Da geht's auf! Nach dem Freak-Zirkus ging es dann direkt weiter zum Titty-Twister. An dessen Eingang wir auch direkt unheimlich freundlich und sympathisch begrüßt wurden. So, ihr Sackgesichter, zuhören. Da drin wird keiner angefasst, verstanden? Schönen Abstand halten. Jetzt komme ich euch ganz nah. Du Mäuschen, wie wär's? Die Stange mit dir? Hä? Nö? Ist eh hässlich. Rein mit euch! Hat den Müll rausgebracht. Hände aus der Hose. Brauchst nicht an da rumspielen. Der Letzte, der an mir rumgespielt hat, hat die Hand verloren. So, wer möchte ein bisschen Mussisaft hier? Ha? Kommt herein, seid nicht schüchtern, hopp, hopp. Das nächste Erschreckhaus ist das Schnitzelhaus. Wir sind gespannt, welche Art von Schnitzel dort serviert werden. Sie kommen nach vorne. Ganz toll machen Sie das. Wir nehmen die Jacken gerne als Spende. Die brauchen Leute nicht mehr. Sie kommen nicht mehr leben raus. Scheiß hier, film mich, geh weiter! Meine Fresse, ey! Was ist für ein Grillende? Schaff das, ja, sehr schön. Schämst du dich eigentlich nicht, du kommst aus dem Dafür raus, wenn ich dachte, Sau. Du bist richtig, ist mir aber scheißegal. Damentoilette! Damentoilette! Schäm dich, du Drecksau! Hau ab, Mann! Das letzte Erschreckareal, welches wir heute besuchten, war das am hinteren Ende des Holiday Parks gelegene Camp Sonnenschein. TV!
Filmcrew aus Hollywood ist da. Komm, steig ein. Richtung Camp Sonnenschein heute. Und schritt schneller, ihr passt alle in die Mitte des Busses. Komm rein, mir wird kalt, ich will die Tür zumachen. Ich kann nicht mehr. Das ist aber ein Karussell auch. Was sind lauter rosa Elefanten? Und eins und zwei und drei. Das müsst ihr unbedingt auch holen. Gibt's im Shop hinten. Den kenne ich, die beste Mischung. Meine Güte! Hallo, Menschen mit Kameras! Oh! Besonders hässliche Gruppe! So gut, jetzt muss ich durch! Aber sowas von! Eigentlich, das Frischfleisch ist was anderes, wa? Was sagst du? Du bist in der Metzgerei hier! Frische Schnitzel, guck mal hin her! Ja, was denn? Willst du nicht sagen, dass das kein Schnitzel ist? Bei mir gibt es nur frische Ware hier. Das klappt aber hier. Was ist los hier? Die Maske ab hier. Guck mal, wie ich aussehe. Ich habe auch keine Maske auf. Während der Fright Nights hat der Park und alle seine Attraktionen bis 22 Uhr auf. Somit kann man auch im Dunkeln alles nutzen. Eine besondere Erfahrung und richtig cool. Und das war es schon, mein Video von den Fright Nights im Holiday Park 2022. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch gerne einen Daumen hoch da. Vielen Dank! Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wenn du kein Video mehr verpassen magst, dann abonniere doch gerne meinen Kanal Rollstuhlfahren für Anfänger. Danke!